Servus, liebe Fußballfreunde, willkommen zurück zu einem neuen Part mit der TSV Hauptstadt in der Bayernliga. So, ihr seht es, wir haben 33 Spiele erledigt, sind also kurz davor, diese Saison zu beenden. Im Prinzip geht es im letzten Spiel auch nur noch um die goldene Ananas, also passiert an sich nichts mehr. Ja, ihr seht es jetzt hier anhand der Form, also Weiden, das Spiel habt ihr gesehen, dann gegen Ansbach gab es ein 1:1, allerdings nachdem wir auch schon 0:1 zurücklagen, gab es noch ein Joker-Tor zum 1:1 gegen Bamberg, wiederum gegen das Schlusslicht, lagen wir 3:0 vorne, haben es dann hinten raus ein bisschen schleifen lassen, sodass wir gerade noch ein 3:2 ins Ziel gerettet haben. Und gegen Hof wiederum lagen wir 0:2 zurück, haben dann zumindest noch den Anschlusstreffer gemacht, also Moral gezeigt. Aber das war so ein Spiel, da haben wir uns zweimal ordentlich auskontern lassen mit einer flachen Flanke und witzigerweise mit jeweils einem Eigentor. Das seht ihr hier. Also zwei Verteidiger mit einem Eigentor, die flache Flanke abfangen wollten und in unser eigenes Tor buxiert haben. Ärgerlich, aber im Grunde genommen nicht weiter wild, weil die Saison eh gelaufen ist. Der Vorstand ist im Grunde genommen so einigermaßen zufrieden, könnte ein bisschen besser sein. Ja, Teamstimmung, Zusammenhalt auf dem Platz ist okay, Kaderatmosphäre hat ein bisschen gelitten, Unterstützung für den Trainer. Gut, so. In diesem Part soll es eigentlich jetzt darum gehen, so ein bisschen für die Kaderplanung für die nächste Saison. Heißt, ich werde in diesem Part kein Spiel zeigen. So, jetzt habe ich es. sondern wirklich wird es hier um die Kaderplanung gehen. Und ja, da schauen wir jetzt einfach mal, was da so drin ist für die nächste Saison. Also, was ich schon mal gesagt habe, wenn wir uns hier das Gehaltsbudget anschauen, also wir haben momentan hier 390.000 Festgehalt, 415.000 haben wir. Es ist tatsächlich so, dass das Gehalt hier eigentlich zählt, das heißt aktuell liegen wir eigentlich 20.000 drunter. Sieht man zum Beispiel, wenn man hier jetzt ins Scouting geht, dass wir hier ein Gehaltsbudget von 22.000 noch zur Verfügung haben. So, genau. Bedeutet, wir haben jetzt eigentlich nur noch 20.000 für dieses Jahr zur Verfügung. Allerdings wird das Scouting, ich sag immer Scouting-Budget, das Gehaltsbudget natürlich, nächste Saison um fast 100.000, nicht ganz 100.000 Euro gekürzt. Das müssen wir also mit einplanen. Sprich, wir müssen dafür sorgen, dass wir natürlich ja die Gehälter irgendwie einsparen, um in der nächsten Saison auch finanziell noch solide dazustehen und nicht irgendwann mal insolvent zu werden. Also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt in FM geht, aber ich vermute mal schon. So, also Nettoverschuldung haben wir nämlich schon 424.000, das heißt, da müssen wir dringend was tun. Gut, so, dann schauen wir uns also mal die gesamte Mannschaft an. Das sind alle Spieler, die wir zur Verfügung haben, also das sind jetzt 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Spieler. Den Kader werde ich also auf keinen Fall größer werden lassen als 24 Spieler. Eher auf 23 Spieler insgesamt begrenzen. Also ein wirklich kleiner, kompakter Kader. So. Wenn wir kurz in die Taktik gehen, dann hatte ich ja euch schon gesagt, dass ich so ein paar Schlüsselspieler habe. Ich bin jetzt mal auf. Also Schmidt, unseren Stoßstürmer, Faser, der vorgeschobene Spielmacher und Semi Centürk, also 20 Jahre alt, der 22 und Schmidt 23 Jahre alt. Also um die drei Spieler, die möchte ich natürlich gerne halten. Und genau, also Faeser hat jetzt, Moment, wir fangen mal bei Schmidt an. Der hat noch einen Vertrag bis 2019, ist also kein Problem.
Gentürk ebenfalls bis 2019, der ist allerdings ausgeliehen, das heißt, wir bezahlen den Mann noch nicht mal. Seht ihr hier. Allerdings hat Phaser nur noch bis zum 30.06. einen Vertrag. So. Ich vermute mal stark, dass wir den jetzt nicht so ohne weiteres. Doch, können wir verlängern. Okay. Gut, also den verlängern wir auf jeden Fall. Schauen wir mal ganz kurz, also neuen Vertrag anbieten. Der hat momentan einen bestehenden Vertrag von 18.750 pro Jahr. So, den heißt, den wollen wir auf jeden Fall um ein Jahr verlängern. Er ist auch interessiert und er wird sicherlich Stammspieler sein. Und er ist interessiert, nachdem er jetzt auch weiß, wir sind Sechster, wir spielen momentan ganz gut. Gut, so, wir versuchen jetzt einfach mal hier sein Gehalt ein bisschen einzusparen. Sagen wir mal, machen wir 15.000, um ihn nicht ganz so vor den Kopf zu stoßen, sage ich mal. Loyalitätsbonus, wir müssen halt alles ein bisschen einsparen. Sagen wir mal kurz Einsatzprämie 70 €, das kann von mir aus so bleiben. Torprämie 55. Vielleicht können wir da noch ein bisschen ein paar Euro sparen, wenn es auch nicht viel ist. Verhandeln das Ganze mal. Gut, 65, damit kann ich leben, es ist trotzdem weniger. Loyalitätsbonus, okay. Gehen wir hier mal auf 15.000. Und okay. Er bittet um Bedenkzeit, aber es wäre schon mal ganz gut, dann würden wir hier schon mal 3.000 € pro Jahr einsparen. Das fände ich eigentlich schon mal grandios. Ich notiere mir das mal eben. Erträge. Phaser. Gut, den habe ich also im Angebot gemacht. Ja, das Angebot soll man natürlich abschicken. So. Also ich hoffe mal, dass er das annimmt. So, dann gehen wir einfach mal die Positionen durch, würde ich sagen. Ich wollte es eigentlich aber so machen. Genau, also aktuell haben wir drei Torhüter, die Meinung nach allesamt nicht wirklich was taugen. Also wenn wir jetzt mal den Bericht anschauen. So. Genau, so werden wir das Ganze jetzt machen. Die sind alle drei nicht so wirklich toll. Hubert ist eh nur ausgeliehen. Der 33. Also da brauchen wir auf jeden Fall einen neuen Keeper für die nächste Saison. Mit den Andy Hubert, der war jetzt nicht schlecht, aber auch der kostet uns ordentlich Gehalt. Das heißt, hier, das sehen wir 18.750 pro Jahr, den werden wir nicht verlängern, den können wir ziehen lassen, der kostet zu viel. So, dann werde ich noch einen von den beiden verlängern und dann werde ich einen neuen holen, sodass wir zwei Keeper haben, das reicht uns. Gut, also Andy Hubert lassen wir ziehen. Sparen wir uns die 18.000 ein, hätten wir da sind wir schon mal um die 20.000 pro Jahr eingespart, das ist ja eigentlich schon mal einiges. Gut, wir werden dann wieder einen holen. Gut, also es wäre wahrscheinlich sinnig, den hier mit den 12.500 auszulassen. Also, ich mache jetzt mal kurz eine Liste. Also nicht gebraucht wird also der Hubert. Den sortieren wir aus. Das ist fix. So, dann hatten wir gesagt, hatten wir den Christian Mack und den Reusch. Mack ist halt 33 Jahre alt, vielleicht behalten wir doch den als Erfahrenen, um den neuen, der dann kommt, vielleicht auch anzuleiten als Tutor. Vergleichen den jetzt mal kurz mit Reusch. Ja, da ist der Mack schon der bessere. Gut, also wir behalten den Mack, lassen den Reusch ziehen, also die beiden Torhüter lassen wir ziehen. Reusch lassen wir ziehen.
Und werden auf jeden Fall noch einen neuen Torhüter dann holen. Gut, dann Christian Mack, den müssten wir also verlängern. Als Ergänzungsspieler. Ist bisher auch Ergänzungsspieler, damit wird er leben können. Ohne Vertrag. Ja, ohne Vertrag ist natürlich insofern gefährlich, dass wenn jemand Interesse an ihm hat, er sofort weg ist. Vorteil wäre natürlich in unserem Falle, dass wir ihm kein Gehalt zahlen müssen. Ja, ganz ohne. Ich schaue jetzt mal, was er dazu sagt, wenn ich ihm, sage ich mal, so 8.000 oder so zahle. Dann wird man hier wieder 4.000 einsparen. Oder 7.500. Vertragslänge noch ein Jahr. Einsatzprämie. Geben wir ihm dafür 150. Okay, das fände er akzeptabel. Also auch hier sparen wir wieder Gehalt ein. Gut, also Mack kriegt einen neuen Vertrag. Unser zukünftiger Ersatztorhüter. Oder unser weiterhin Ersatztorhüter sozusagen. Okay, also das wäre so die Position der Torhüter. So, also das hat man schon mal gedeichselt. Okay. Jetzt muss ich ganz kurz schauen. Bin ich nämlich hier ein bisschen verwirrt. Einen Moment. Teamberichte. Gehen wir Kadertiefe. Rechter Verteidiger. Da haben wir jetzt halt Jesse Weipert. Oder Hesse, nein, Jesse Weipert. Wie auch immer. 23 Jahre alt, der ist geliehen. Und der ist natürlich ein relativ wichtiger Spieler. Waldhof Mannheim. Ja. Marktwert 3.500. Nee, also kaufen kann ich ihn nicht. Aber er hat eigentlich auch nur noch Vertrag bis 2018. Das heißt, ich könnte ihn jetzt eigentlich versuchen. Okay, also kaufen werden wir ihn nicht können. Das heißt, Weipert wird wahrscheinlich den Verein verlassen. Heißt, wir brauchen einen rechten Verteidiger auf jeden Fall, weil mit Hümmer und Dellinger sind, also Dellinger ist ja eigentlich hier vorne, also wir brauchen auf jeden Fall einen rechten Verteidiger, weil wir den hier vermutlich nicht halten können werden. Also die Leihe endet hier. Nicht gebraucht. Also um den müssen wir uns nochmal bemühen in irgendeiner Form, ob wir ihn nochmal ausleihen oder wie auch immer. Ansonsten brauchen wir rechtes Mittelfeld. Das müssen wir uns aufschreiben, damit ich das nicht vergesse. Also rechter Verteidiger brauchen wir natürlich. Gut, so, also ihr merkt, eine Menge Arbeit, die uns hier noch bevorsteht, um für nächste Saison dann einen Kader hinzubekommen. So, also jetzt hätten wir dann auf der rechten Seite ansonsten noch Manuel Hümmer, 27 Jahre alt. Ja, ist ein Ergänzungsspieler, da werden wir ihn versuchen zu halten als Ersatzspieler, weil wir natürlich jetzt nicht alles auf einmal ersetzen können.
Dahingehend schauen wir mal kurz, wie lange der Vertrag hat. Bis 2018. Gut, dann. Wie viel verdient der? 12.000. Das ist natürlich für einen Ergänzungsspieler viel zu viel. Okay, er ist nicht interessiert, nachdem er auf die Transferliste gesetzt wurde. Also Hümmer scheint auch den Verein zu verlassen. Also hätten wir jetzt schon mal vier Abgänge. Also die Torhüter, die ich halt nämlich verlängere, und die zwei rechten Verteidiger. Heißt, wir stehen momentan dann ohne rechten Verteidiger da. Brauchen also zwei. Der ist auf der Transferliste. Würden mal wieder runter tun. Ah, okay. Jetzt können wir ihn doch verlängern. Extrem desinteressiert natürlich. Aber den könnten wir vielleicht tatsächlich ohne Vertrag. Um da ein bisschen Gehaltsspielraum zu haben. Schauen wir mal. Hümmer. Rechter Verteidiger, aber ohne Vertrag. Aber wie gesagt, dann würden wir uns die 12.000 sparen. Dann kommen wir langsam in Bereiche, wo wir uns dem Gehaltsbudget für die nächste Saison annähern. Gut, ich glaube, wir machen jetzt hier nicht unbedingt alles durch, weil sonst zieht sich das. Wir gehen nochmal schnell durch. Also Benkenstein, Köttler, unser Innenverteidiger, sind eh noch gebunden. Die brauchen wir nicht verlängern. Genauso wie Dellinger. Weipert hat man gesagt, verlässt den Verein. Jetzt geht's doch relativ schnell. Grada ist auch länger gebunden. David Bauer, Ergänzungsspieler auf der linken Verteidigerposition. Auch den schauen wir mal, ob wir den erstmal verlängert kriegen. Wobei, ja, bei dem überlege ich mal noch. Ob wir den wirklich brauchen. So, dann hätten wir Bär, der ist noch länger da, Şentürk, Becker, Rotgang, Acer hatten wir einen neuen Vertrag angeboten. Leicht. Leicht wäre 28 Jahre alt. Den wäre eigentlich schon ganz gut, wenn wir den halten könnten. Dann sind wir auf der Position nämlich eigentlich ganz gut besetzt, also, naja, er ist jetzt nicht so überragend. Muss ich mir auch nochmal überlegen, also leicht. Aber ich glaube, den werde ich vermutlich auch verlängern, weil ich halt eben nicht zu viele neue Spieler holen will. Das müsste man dann für eventuell für die übernächste Saison planen. Ja, Brokhammer, der war jetzt länger verletzt. Jetzt auch nicht so der überragende Spieler, aber ich glaube, den werden wir trotzdem verlängern. Bestehender Vertrag 15.000. Wenn wir den auf 10.000 drücken könnten, wäre das optimal. Geben ein bisschen Loyalitätsbonus dafür. Einsatzprämie 65. Er will die 16.000. 13.000, also auch hier sind wir, haben wir ihn ein bisschen gedrückt. Okay. Hammer. So, also wir haben jetzt vier Verträge verlängert. Zwei Torhüter, die auf jeden Fall weg dürfen. Weipert, der die Leihe, wo die Leihe endet.
Bauern leicht. Das überlege ich mir eben noch. Gut, Kleinhans, puh. Auch das muss ich noch mir noch überlegen. Das sind so Spieler, die ich eigentlich bisher nicht so wirklich eingesetzt habe. Also einen oder anderen lasse ich da sicherlich noch gehen. Der hat noch Vertrag, Martin Thomann. David Novak hat noch Vertrag. Die haben alle noch Vertrag. So, jetzt hätten wir eigentlich nur noch die beiden, dann sind wir tatsächlich doch schon durch. Julian Krell und Julius Büttner. Gut. Also Schmidt ist auf jeden Fall der, der Stammspieler wird. Weil er muss halt im Abschluss noch ein bisschen zulegen. Julian Krell, der ist jetzt 31 Jahre alt, den werden wir auf jeden Fall auch behalten. Und Julius Büttner, 20 Jahre alt, mit einem sehr, sehr guten Abschluss. Schauen wir mal kurz Attribute. Hat Übersicht nicht so gut, aber vielleicht können wir den noch ein bisschen entwickeln. Also die würde ich halt noch gerne beide behalten. Dann lieber einen von den anderen noch loswerden. Genau. Versuchen wir den mal noch zu verlängern. Transferstatus. Stammspieler 17.500. Stammspieler. Ja, Stammspieler kann ich dem eigentlich schon fast nicht garantieren. Ich habe mal ein paar Rotationsspieler, ob er damit einverstanden wäre. Nee, der will schon Stammspieler werden. Gut, also mit Julian Krell und Büttner, das muss ich mir auch noch überlegen. Also ich muss auf jeden Fall welche gehen lassen. Weil wir sonst mit dem Gehalt in Bedrängnis kommen und ich werde noch den einen oder anderen Spieler holen. Also zum Beispiel den Johannes Rothgang, der kann momentan eigentlich auch gerne gehen. Weil hier steht zwar Schlüsselspieler, ich habe ihn jetzt nicht gebraucht und die Spiele, die er gezeigt hat, naja, waren eher so lala. Wobei, ja, hier war er schon gut. Okay. Man konnte sich doch, glaube ich, auch anzeigen lassen, wie der Kader die nächste Saison aussieht. Langfristig gebunden. Kann sein, dass es bei der Taktik war. Ich dachte, irgendwo konnte man das einstellen, dass man sich die Mannschaft anzeigen lässt, wie sie denn nächste Saison aussieht. Spieler ausblenden, die langfristig gebunden sind. Das heißt, die mehr als ein Jahr Restvertrag haben werden. Spieler ausblenden, die mehr als ein Jahr Restvertrag haben. Ich würde ja. Okay, also ich finde es jetzt aktuell nicht, aber ich dächte, dass es das irgendwo gab. Aber wie gesagt, ich finde es jetzt leider gerade nicht.
Gut, sei es drum. Dann schauen wir uns mal noch kurz was an, und zwar auch hinsichtlich der Kaderplanung. Ich muss das hier mal ganz kurz wegklicken. Gut, also ich habe jetzt noch ein paar Scouting-Aufträge für meinen einen Scout. Ich möchte ihn jetzt auch nicht überlasten. Ich habe jetzt schon mal eine Vorauswahl getroffen, das heißt, ich scoute ja. Habe ich schon einige Spieler gescoutet, mit ein paar, da kenne ich schon recht gut, andere weniger, und habe welche auch schon mal auf meine Auswahlliste gesetzt. Und da hätten wir jetzt zum Beispiel jetzt zwei Torhüter. Zum einen Fabian Krug und Kenan Mujersinovic, die laut meinem Scout, muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, klar, aber die eben so in dieses Schema passen. Also von der Qualität her, ich weiß nicht, warum der mehr empfohlen wird als der. Die vergleichen wir jetzt einfach mal direkt miteinander. Kann ich die überhaupt direkt miteinander vergleichen? Scheinbar nicht. Gut, also Fabian Krug hat auf jeden Fall Halten 13, Abschlag 12, Reflexe 13. Ja, okay. Deswegen ist er etwas schlechter. Aber er ist eben auch erst 22 Jahre alt. Gut, also der wäre ablösefrei zu haben. Ist jetzt natürlich auch nicht der Supertor, da hat noch ein bisschen Entwicklungspotenzial und hätte auch leichtes Interesse. Eine ausgeglichene Persönlichkeit, ist relativ jung, aber er wird wohl eher eine Randfigur im Kader sein, das ist natürlich auch so ein Punkt. Bei ihm. Moment. Es gibt eigentlich kein Kontra. Wird sich problemlos in die Kerngruppe einfinden. Und hat auch noch Entwicklungspotenzial. Gut, dann werden wir wahrscheinlich tatsächlich Fabian Krug Vertragsangebot machen. Als neuer Keeper. Schauen. Dürfen eben nicht so weit über das Gehaltsbudget. Also er wird auf jeden Fall Stammspieler bei uns. Spielt momentan bei TSV Schwaben Augsburg. Ja, mir wäre es ganz lieb, wenn er nicht ganz so viel verdient. Neuntausend. Mal. Okay, 11.500. 10.000. Okay, für 10.000, das wird er machen. Und er wird sich wieder bei uns melden. Also das wäre also, wenn er kommt, unser erster Neuzugang für die nächste Saison. Fabian Krug, neuer Keeper. Okay, das wäre die Position. Dann hatte ich welche in der Auswahlliste. Schaue ich mal kurz. Genau, also der hier wäre eigentlich gar nicht so uninteressant. Der kann relativ flexibel spielen. Also vor allem defensives Mittelfeld, wobei da ist die Deckung natürlich nicht so gut und Tackling. Wäre eine sehr gute Verpflichtung, steht hier. Ist halt auch erst 20 Jahre jung. Ausgeglichene Persönlichkeit. Relativ schnell. Ja, muss seine Manndeckung auf jeden Fall. Aber auch er wird sich schwer tun, in eine soziale Gruppe zu kommen. Das muss man auch ein bisschen im Auge behalten. Der Paulo Posnick, 19 Jahre Mittelfeldspieler. Potenzial in der Entwicklung. Relativ egoistisch, könnte auch in unserer Jugendmannschaft sogar noch ein bisschen spielen. Relativ egoistisch.
aber sehr hohes Spielverständnis und kann tödliche Pässe spielen. Also das ist ja natürlich. Weitschuss ist nicht zu verachten. Eine sehr, sehr gute Übersicht, Entscheidung, Antritt. Ich glaube, mit dem versuche ich es mal. 19 Jahre alt. Anscheinend momentan vereinslos. Würde den aber auch einen Vertrag anbieten wollen. Weiß noch nicht, wie viel man da bietet. Sagen wir vielleicht so 5.000. Ein Jahr Vertrag. Und kann bis zum 1.7. nicht registriert werden, das muss er auch nicht. Ne, er will aber keinen Vertrag. Gut, soll mir recht sein. Dann ist das auf jeden Fall ein Spieler, den wir mal austesten können, der uns eh kein Gehalt kostet. Zentraler Mittelfeldspieler ohne Vertrag. So, also das wäre dann unser zweiter Neuzugang, eben ohne Vertrag. So, ja, der Soja, ich glaube, der rentiert sich nicht so wirklich. Gerade als Defensiver ist der Tackling-Wert und der Deckungswert nicht so gut. Auch Kopfball. Nee, das lassen wir mal. Gut, dann zu guter Letzt schauen wir einfach mal, was wir sonst so gescoutet haben. Wir haben hier, also der am besten reinpassen würde, der ist zwar schon 37 Jahre alt. Andreas Meyer. Ja, der ist zwar wie gesagt schon 37 Jahre alt, aber für die Oberliga, warum nicht? Für den linken Flügel. Ist jetzt nicht mehr der schnellste natürlich, aber für Freistöße und so und für die Erfahrung. Oh, der hätte sogar. Gut, den haben wir jetzt nicht weiter gescoutet, aber. 37 Jahre alt, enorm viel Erfahrung. Ich glaube, der wäre natürlich sehr, sehr wertvoll, was das angeht. Probieren wir es einfach mal. Aufstieg in die Regionalliga. Wäre natürlich das Ziel in der nächsten Saison. Schlüsselspieler. Interesse sehr interessiert. Aber ich würde es eher mal in die nächste Saison. Okay. Ich bin froh, dass wir alles so schnell in trockene Tücher bekommen haben. Ja, dann können wir wieder auf sie zugehen. Okay. Also Andreas Meyer. Hat mal bei, also hat schon einiges durch. Ulm, Hoffenheim. Wie gesagt, schon 37 Jahre alt, aber wenn man den bekommen könnte, der bringt natürlich enorm viel Qualität mit. Aber wieso spielt denn der in der Verbandsliga? Aber ob wir den bezahlen können vom Gehalt her, der wird wahrscheinlich viel zu viel wollen. Gut, jetzt hat man hier noch. Linken Verteidiger David Norek von Wismut Gera, Oberliga Nordost. Den kennen wir schon relativ gut. 29 Jahre alt, bringt eine gute Physis mit, Tackling und würde sich auf der linken Seite relativ gut einordnen als Backup für Grader. Also den könnte man durchaus mal in die Auswahlliste mit setzen. So. Auswahlliste, wo ist er jetzt?
David Norek. Gut. Dann simulieren wir mal weiter und schauen, ob wir dann den einen oder anderen Zusage bekommen. Und ja, also das wäre jetzt so schon ein bisschen was zur Kaderplanung. Ich denke, wir haben jetzt schon einiges geschafft und habe jetzt auch schon, also ist doch nicht so schlimm, wie ich es jetzt befürchtet hatte. Ja, Vertragsgespräch mit Meyer möglich, aber natürlich, das ist natürlich utopisch, dass wir das bezahlen können. Aber dass der in der Verbandsliga spielt mit dem Gehalt. Ja, aber den können wir uns jetzt nicht leisten, also. Also vielleicht 18.000, 20.000 vielleicht. Okay, 20.000 würde er sogar mitmachen. Loyalität, aber da kommen wir wirklich in finanzielle Schwierigkeiten, glaube ich. Aber der bringt natürlich enorm viel Qualität mit, wenn wir wirklich aufsteigen wollen. Vielleicht müssen wir da mal ein bisschen das Risiko gehen. Gehaltserhöhung bei Aufstieg. Finanzielles Risiko. Gehen wir das Risiko. Also 20.000 macht er sogar mit. Aber dann müssen wir mehr Spieler entlassen. Mal ziehen lassen auf jeden Fall. Dann müssen wir für andere Teile Spieler ziehen lassen. Und da eher auf Talente setzen, die weniger Geld verlangen. Und dafür den erfahrenen Mann hier holen. Mit 2 Jahre Vertrag bis 39. Das wäre witzig. Andreas Meyer, das wäre... Habe ich noch nie ausprobiert, aber... Einsatzprämie. Nein. Also das wäre auch zu viel. Ich glaube ja, das wäre jetzt zu viel des Guten gewesen. Schauen wir noch kurz, wen wir sonst hier noch gescoutet haben. Also das wäre auch, ich glaube, das wäre auch das finanzielle Risiko nicht wert gewesen. So. Hier hätten wir noch einen relativ jungen Flügelspieler gehabt. Der hat jetzt nur, wäre eine sinnvolle Verpflichtung für die Außenbahn. Da hätten wir halt Prokhammer, der natürlich noch nicht fit ist. Und ja, aber wir müssen es jetzt, ja, jetzt auch nicht alles jetzt machen. Schauen wir jetzt vielleicht erstmal, ob wir den Torwart überhaupt kriegen, dass wir da erstmal Planungssicherheit haben auf der Position. Und ob Obrosnik kommt, also der zentrale Mittelfeldspieler. Und dann werden wir nochmal ein bisschen scouten müssen, vor allem auf der rechten Verteidigerposition. Denn die Defensive muss auf jeden Fall solide stehen, wenn wir aufsteigen wollen. So, genau. Dann würde ich euch im nächsten Part noch das Abschlussspiel gegen Forchheim zeigen, einfach damit wir einen schönen runden Abschluss der Saison bekommen. Und dann geht es natürlich in die Sommerpause und schauen, wer denn dann da an Spielern kommen wird. Und wer natürlich auch gehen wird. Also es wird auf jeden Fall schon einiges an Änderungen geben, habt ihr schon gesehen. Also, ich denke, 4, 5 Spieler werden den Verein auf jeden Fall verlassen. Und darüber hinaus müssen wir dann halt schauen, wie viele kommen. Und das ist auch alles im Gefüge des Gehaltsbudgets bleibt. Gut, jetzt schauen wir mal kurz Transfers. Genau, Fabian Kurt und Brusnik, die sind gerade in Verhandlung, die beiden. Und verfügbares Gehaltsbudget 7.000 hätten wir dann noch übrig. Genau. Gut.
Dann beenden wir das an der Stelle. Wie gesagt, im nächsten Part dann das Spiel gegen Forchheim, der Saisonabschluss. Und dann geht's in die Sommerpause und an die Kaderplanung, wo wir jetzt schon einen ganz guten Teil eigentlich erfüllt haben. So, dann danke ich euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum Saisonabschluss. Ich sag Servus und ciao, ciao.